So, nachdem ich im letzten Part voll verpeilt war, geht's jetzt weiter in Let's Play Pokémon Rubin. Sag hallo. Hallo, ihr Penner. So, das ist Dominik. Ja, ich hab. Hi. Ich hab Er keinen hat's. Bock mehr, meinen Namen zu sagen, denn du sagst es Emi! Bin ich hier ein Shadowlight, ihr Penner! Mit Penner mach ich dich! Du weißt, ich werde deinen Link von deinem Kanal unter die Beschreibung packen, also sei ruhig. Okay. Deswegen, ich mach's ja gerade, weil niemand deinen Namen hören will. So, gleich hab ich's, gleich hab ich's, gleich hab ich's. Samurze will mich ärgern. Okay. Wir ärgern ihn mit Schnabel. Ich will es lieber essen. Ich meine, es ist ja irgendwas Leckeres. Lecker, Ist eine Samurze. Eiche. Ist es männlich oder weiblich? Das Ding da vor uns ist männlich. Ach so. Ich habe Bären, damit ich einen Pokémon-Wettbewerb gewinnen kann. Warum schreist du so? Ich bin taub. Wenn du magst, gebe ich dir eine ab. Ja, auch viel Glück! Aua, meine Ohren. Ich bin taub. Schon wieder. Ja, weil wegen, du musst ja so laut reden. Was ein Kamper? Kampa! Kampen macht Spaß! Du kannst angeln, Würstchen braten und mit anderen um die Wette gurgeln. Ja, googeln zu Tode erschrecken zu lassen. Spukgeschichten. Drück drauf. Aber das Boah. Beste ist, in Pokémon kämpfen mit den eigenen Pokémon. Ich kämpfe gerne mit meinen eigenen Pokémon. Die bringen mich die ganze Zeit um, aber ich lebe immer wieder. Weil es gibt hier sowas wie Respawn. Willst du mal Gesang? Gut, aber hier Gesang. Wow, hat sogar getroffen. Ich sag, wenn ich sage, dann geht das auch. Wenn ich sage, es geht nicht, dann geht es auch nicht. Ach, Und halt wenn es die Ohren. trotzdem geht, wenn es trotzdem geht, habe ich richtig gesagt. Mann, bist du mies. Gib Stachel. Das war deine scheiß Idee, also bist du mies. Wieso? Da hatte ich eine Runde nicht angegriffen. Ich auch nicht. Doch, du hast einmal mehr angegriffen. Wieso ist er jetzt paralysiert? Weil wegen Geheimpower. So vergiftet. Jetzt wünsche ich mir Fassade. Kriegst du aber nicht. Doch, die kriege ich. Nein. Ich werde ja Normen besiegen, deswegen. Meinetwegen. Lanas? Ja, das Pokémon, wo wir uns drum geredet haben. Wenn du es mal genauer anguckst, sieht es so aus, als hättest du nur eine Hose an. Eine Maske. Ja, genau, ich heile vergiftet mit Para-Eile. Das funktioniert immer. Du hast vielleicht Vorstellung. Okay. Ja, das spammt hier voll den Wachstum. Wachstum! Obwohl, so größer bist du jetzt auch nicht geworden. Das wird dir nicht angezeigt, ob er größer oder kleiner wird. Ja, Groudon, wenn man hier kämpft, ist genauso groß wie Wablu. Nein! Hör auf, besserwisserisch zu sein! Sternschauer. Ist ein Sternregen. Habe ich mich gerade gehalten, dieses fette Kind macht das alles nur noch kaputt. Das war etwas zu schwer für mich. Ich meine, Stein ist ein bisschen schwer für mich, der so 30 Kilogramm wiegt. Ach ja. Tränke! Random Kampf! Ausrufezeichen! Huff, 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 huff! Komm, rede gegen meine Pokémon an, aber nicht richtig treten!
Guck mal, er hat eine doofe Hose an. Ach, ehrlich. Nein. Gut, dass ich einen Stahlflügel beigebracht habe. Gut, dass du alle umbringst. Ja, leck mich. Nein. Rede ich mit dir? Ja. Scheiße. Eisnappe. Aquaknarre. Rotz ihn so richtig an. Bing. Ach, ja. Mugabe ist am Arsch. Warum? Weil ich sage. Mein Pokémon! Hilfe! Eigentlich hatte der Pokémon High. Ja, ja. Zertomera. Los, mach irgendwie den Trümmer, keine Ahnung, wie das machst, schmeiß dich auf den Stein drauf. Capoeira! Jetzt würde ich sowas haben. Ich hab mein Capoeira. Das ist doch purer Schrott. Und Bedroher nervt an jedem Anfang des Kampfs. Nö, ich hab nur mein Capoeira, damit ich's habe. Das ist gar nicht so einfach, das zu bekommen. Und weißt du warum? Weil es die gleiche Angriff- und Verteidigungswerte haben muss, um damit sich entwickelt. Ansonsten wird zum Kikli oder Nocturne. Kikli ist sowieso besser. Kikli benutzt seine Füße. Ja, aber es sieht besser aus als Nocturne. Schneckmark! Wir reden von Nocturne, Capoeira und Kikli. Ihr könnt mir das ja mal in die Kommentare schreiben, wen ihr besser findet. Capoeira. Ich meine, der ist ein Breakdancer. Nein, der setzt den Capoeira ein. Der ist doof. Jetzt bin ich verwirrt. Der Capoeira oder das Ding? Das Capoeira-Ding. Warum ist er jetzt dumm? Ich sage. Du bist verwirrend. Ich weiß. Sagst du mir schon öfter, so an die 80.000 Mal. Er ist serviert. Wie kann man von ein paar Steinen verwirrt sein? Guck mal, da hat ein Stein, da ist noch ein. Verwirrt. Wie kommt der eine Stein in den anderen? Du hast den einen Hand nicht. Du hast. Ah, muss der Stein hin. Ich check das nicht. Wie kommt der eine Stein in die andere Hand? Und ich sehe dabei komplett unterschiedlich aus. Ah. Und wo ist überhaupt die Hand? Auf meiner. Wieso geht's eigentlich nicht ins Lager rein? Warum bist du ins Lager von jemandem rein? Komm, rede. Elise. Okay. Gut, dass mein Feuer gelöscht. Das hab ich gerade jetzt angemacht, du Penner. Ganz mühsam mit Feuerstein aneinander gerieben. Der hat den Schneckmark. Ja, Schneckmark ist langweilig. Nein, der konnte da einfach so. Wenn er drüber geht, ist es Asche. Wenn er Glut macht, verbrennt er den Feuergänger. Wie sind die überhaupt so weit gekommen mit ihrem Pokémon? So, dann kämpfen wir mal gegen dich. Oh, ne, eine gute Ausrüstung. Sollst du dich nicht in den Berg wagen. Ach, ehrlich. Ansonsten kriegst du keine Luft mehr. Ja, klar. Wenn ich keinen Supertrank dabei habe, krieg ich keine Luft. Das müsst ihr euch merken. Ein Kleinstall. Ne, nie im Leben. Warum testen die Stahlflügel halt? Weil wegen Steinwurf. Ach, den hättest du vorher besiegt. Ganz klar. Naja, mit der Defense, die das Vieh hat, nie im Leben. Das ist gar... Warum müssen wir nicht für Defense? Nach deiner Meinung hat jeder was nach meiner Meinung hat jeder eine andere. Vielleicht hat das ja eine niedrige Verteidigung, aber du weißt es ja nicht. Selbst wenn es ein Wesen hat, das eine niedrige Verteidigung hat, ein Kleinstein hat so eine hohe Verteidigung, das glaubst du nicht. Vielleicht hat das ja so weniger Verteidigung, dafür mehr Angriff. Gibt's. Das ist einfach umgedreht. Doch. Ich sag ja und du sagst nein, keine Widerrede.
Du bist verwirrend. Ich weiß. Gurken! Gurken im Weltraum! Ey, noch ein Level, da entwickelt sich Kelia, fällt mir gerade auf. In die Oberbitch. Dein Lieblings-Pokémon. Ja, ist eine Oberbitch. Also was du. Oberbitch ist. Eine Oberbitch ist mehr, wenn das eine normale Bitch. Oder richtig, hey! Die haben alles so scheiß mit Snorbel. Ich glaube, die sehen genauso aus wie im Platin. Ich glaube, die sehen alle gleich aus. Die nehmen immer die gleichen Spice, nur machen die ein bisschen schärfer, mehr nicht. 19 Schaden, ich werde noch 20 KP übrig haben. Ich werde dich umbringen. Aha. Wow, ich werde nur noch 1 KP übrig haben. Yeah, mach Stahlflügel. Das hat eine Garantie, glaube ich, dass es daneben geht. Ja, 10%. Also ich sehe da 70. Da stand. Oh, du kannst auch nicht mehr richtig lesen. Also ich hab gesehen, Genauigkeit von 70. Das stimmt doch gar nicht. Das war Gesang. Wie du sagst. Kann ich das? Da muss ich nachgucken. Warte, ich teste nochmal. Ja, Genauigkeit 90. Das habe ich doch gesagt. So. Evoli. Evoli ist ein Drecks-Pokémon, das in der ersten Generation existiert. Und mit Dreck meine ich normal. Dreck ist Boden. Sagst du. Dreck besteht nur aus Boden. Boden und Wasser. Glacialo. Du meinst Glaciola. Nein, Glacialo. Bist du mir genauso. Genau. Soll ich mal sagen? Du hast gerade voll den Karateschlag verpasst, wie du es eben noch gesagt hast. Karateschlag. Ich habe ja gesehen. Aber ich habe hier gerade Besseres zu tun. Also willst du gerade nicht lesen? Oder regierst du? Ich kann nicht jodeln. Glaubst du nicht, deswegen will ich ja gerade, dass du nicht männlich bist. Weil du nicht jodeln kannst? Ja! Was ist das denn für ein Grund? Da muss ich jetzt ja nicht vorlesen. Juhu. So ein Flora. So. Du bist ein Schwein. Ich hab eine verstopfte Nase, du Penner. Vorlesen. Mit diesen Meteoriten wird Schlottberg von den Hexen befreit! Hä? WTF, was hast du denn gesagt? Von den Hexen befreit. Ich weiß ja nicht, wer du bist. Aber wenn du dich Team Magma in den Weg stellst, kriegst du auch richtig aufs Maul. Erwarte keine Gnade. Bleib sofort stehen! Team Magma, ich habe dir keinen richtigen Befehl. Wir Team Aqua lassen euch nicht so einfach mit eurem Mistteil davon. Kommen. Wir sind nicht besser, was ich gerade mit meinen Händen mache. Ich pumpe in der Luft rum. Yeah. Sogar Team Aqua leistet uns Gesellschaft. Wir sind arm. Aber es ist so viel anstrengend, sich mit allen auseinanderzusetzen. Deswegen, hey, das Spiel, das ist auch keine Rolle. Wir haben die Meteoriten. Und so machen wir uns auf zu Schlottberg. Damit wir euch ins See versenken können. Hey, wir sehen uns, die Bürstchen von Team Magma. Aqua, verdammt. Wer bist du denn? Du bist irgendeine Schlampe von dem an. Ey, Alter, bist du meine Bitch sein? Yo.
Oh ja, du bist Maike. Ich hab gedacht, du bist Mareike. Ich bin Adrian. Adrian Valenza. Also Gopf und die Aqua. Setz ich alles daran, die gefährlichen Pläne von die Magma zu verteilen. Ey Luigi, komm mal her. Warum? Weil die Magma uns alles nochmal zugrunde richtet und ich kann telepathisch kommunizieren mit dir. Die führen wahrscheinlich und gefährliche Pläne aus, um Landmassen zu verkleinern. Was? Ja. War ich zu laut? Nein. Okay, wir die Magma liegen das Meer über alles. Die Magma ist unser Erzfeind. Arsch-Anime. Adrian, wir sollten Team Magma folgen. Verdammt! Die Magma! Team Magma? Ups. Adrian! Ja, das müssen wir, Luigi. Wir müssen uns beeilen, Luigi. Los, hol unser Wagen. Nichts außerdem, was die Magma am Schlöppeck anrichten kann, wenn wir nicht da sind, um sie zu verteidigen. Wie verteidige ich Magma? Yep. Was? Mike, du solltest die Magma im Auge behalten, aber nicht im Auge. Lebe wohl. Dramatischer Abgang. Also, diese Part muss ich schon online stellen. Guck nur, ich bin Cosmo, ich guck nur Semisnack rum, ich bin Professor. Eigentlich studiere ich Meteoriten in Laubwerksfeld, aber gerade ist nichts Besseres zu tun, als mich den hinterher gerannt. Dann habe ich mich einige Typen vom Team Eichbem überredet, die zum Meteorfeld zu führen, damit sie runterfallen können. Die haben mir versprochen, für mich einen Selbstmordstein auszugraben. Aber ich, Team Aqua, hat mich vereingelegt. Die Magma! Ich weiß. Ich hab's alles besiegt. Du bist ein Fisch. Du auch. Nein, Team Aqua ist ein Fisch. Oh, dieser Selbstmordstein, der wird jetzt wohl nie mir gehören. Das heißt Meteorstein nur. Ich weiß! Nicht du, die Zuschauer! Die können lesen! Team Magma! Was haben die mit diesem Selbstmordstein Stottberg vor? Meteorstein? Meteoriten, stand da. Ich weiß, ich sehe mich selbst als Steine. Ich gucke dumm in der Gegend rum, wenn du mich dumm anguckst. Hi. Ich will das so meine Steine rechts und hier singen. So, hey, Pokéball. Ein Mondstein. Wie passt ein Mondstein in Pokéball? Weiß ich nicht. Wie passt ein Groudon in Pokéball? Die werden verkleinert. Ja, vielleicht der Meteor, dieser Stein auch. Nö, nee, der ist der gleiche Größe und du hast schon wieder Schuss aus. Ja, aber wir sind gleich draußen. Dein Problem. Ach ja. Hier könnte man dann auch wieder eine Basis machen. Das sieht man in diesem Viereck. Nee, das sieht man am Fünfeck. Mein Talent ist Ziegelsteine mit der Stirn zu zertrümmern. Ja, deswegen habe ich das ganze Kopfschmerzen. Ach du meine Kacke. Oh ja, ich kann meinen Fuß über meinen Kopf heben. Ich bin gelenkig. Bist du auch gelenkig? Das war mir nicht ein bisschen besser fahren. Ey, du packst mein Bein nicht an und tust mir über meinen Kopf. Hast du schon mal gehört, was ich gesagt habe, oder? Nein. Das wollen wir im Bett ausdiskutieren. Bing. Boah, wie viel so ein Piekser abmacht. Piek, piek. Bablu. Uah, mein Kopf ist da drüber. Ich hab nur noch Kopfschmerzen. Ich muss zum Arzt. Als ich mir den Kopf zertrümmert habe, habe ich mir meine Stirn zertrümmert. Jetzt habe ich keinen Kopf mehr. Gehirn hast du ja nie, deswegen kann man da nichts mit dem Kopf, leeren Kopf anfangen. Und Vakuum ist Strebe. Auch nicht mehr. Vakuum? Ich hab ein schwarzes Loch im Hirn. Was für ein Hirn? Das, was du nicht hast.
Ah, mal, Strefe. Da ich. Ich hab ein seltenes Pokémon. Willst du es sehen? Dann mach die Augen auf. Guck mal, der hat 6 Pokébälle drauf und hat 1. Ja. Hat ein Pokémon. Und wie bietet es auch noch? Magst du wie bietet es nicht? Ah, es geht. Halt unsicht Gift. Ja, ich setze mitten im Kampf einen Schutz ein. Nein. Nein, das halt. Wäre nur ironisch gewesen. Ironie? Was schreit das wie Peters mein süßes Wablo an? Ist das schlimm? Deswegen schreit er es an, damit er taub wird und dann ihm voll aufs Maul hauen kann. Ich will nicht wissen, was du deinen Kindern als Kindergeschichte erzählst, wenn die einschlafen sollen. Ich hab keine Kinder. Wenn du welche haben wirst. Denn will ich eine schöne Geschichten erzählen vom Zweiten Weltkrieg. Du versuchst mir Pokémon abfällig zu machen, oder? Oder? Ich will sie einschmeißen und nie mehr rauslassen. Man sollte da nicht runtergehen, sonst fällt man da wieder bis zum Anfang, wo man halt hinkommt. Wäre es nur noch ironisch gewesen, hätte ich mich verklickt und wir wären da runtergefallen. Wenn wir unten springen, diesmal unten. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Oh. Dieser Strand ist mein geheimer Trainingsort. Du hast mich gestört. Ja, du bist gestört. Hab ich mir auch gedacht. Wie kann ich so lange in der Luft bleiben? Am Anfang habe ich mir gedacht, die wäre so ein bisschen Spider-Man und hat sie so ein Seil am Mund. So. Meine Stimme ist was wegen dir weg. Vor Lachen. Wablo kann sich auch übergeben. Boah, das ist doch voll die unbrauchwürdige Attacke. Babub. Ist genau wie Schutzschild mit Pilipa. Pilipa. Oh, das wirft Bällchen auf mich. Kraftreserve. Boah, ich muss grad was trinken. Mediti. Und ich habe immer noch kein Part online hochgestellt. Dann lad mal einen hoch. Ja, mitten in der Aufnahme, ne? Ja. Boah, ich wollte gerade schon sagen. Naja, geht so. Ich habe nicht genug trainiert. Ja, ja. Dann schwebt mal weiter. So, ich beende diesen Part, oder? Wie lange nehmen wir auf? 3 Stunden. Ey, das war maximal eine. So, Item, ne, Super Tank. Wo ich den gerade verschwendet habe, egal. Ich gehe da mal offscreen zurück. Wir sehen uns dann. Ciao, Leute. Tschüss.